So, ich versuch's nochmal. Ich werde irgendwann mal eine tolle Sendung machen. Also ich habe viele, die jetzt vor Gericht waren, weil mit denen übel umgegangen wurde. Sie haben alle gewonnen. Und ja, es liegt was in der Luft, dass einige Firmen doch merkwürdig versuchen, ihr Klientel, Arbeitnehmer, loszuwerden. So, ich habe wie gesagt zwei Freudige. Ich habe einen dritten, mit ihm habe ich gesprochen, habe gesagt, ich höre mir das an und habe ihm das erklärt. Also, wir haben ja viele, also der Mensch ist wieder Ware geworden und er wird ja von Arbeitsamt irgendwo hingeschickt. Also ich hatte jetzt hier einen, da kostet das Ganze ca. 40.000 Euro und er wollte Lokführer werden. Und er sitzt und macht und tut und hat festgestellt, was bringen die uns hier bei? Ja? Und ja, die wollen also das auch veröffentlichen, die Schlampereien, weil kaum einer dort die Prüfung besteht. Und da haben sie sich auch. Ich habe ihnen zwar auch erklärt, wie man selbst lernen kann. Ne? So, wenn man Lokführer werden möchte, braucht man ja Praxis und nicht nur Theorie. Und wie gesagt, man müsste an sich mit einer Firma reden und von der Firma aus. Und dann nachher dahin. Da habe ich nämlich auch einige, die haben also mit der Firma, haben sich schulen lassen und sind dann dort. Es geht. Nur, wie gesagt, ich betreue ja leider die Schattenseite derer, die nicht funktionieren. Der junge Mann, der gerade hier war, deswegen mache ich das Video, war bei Hellauf erfreut. Der hat also wirklich ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Der andere auch, waren zwei. Dieselbe Firma, Stadt Essen, die dort gearbeitet und wie gesagt, da waren irgendwelche Vorgesetzte, die da irgendwas sich ausgedacht, aber die Wahrheit nicht auf den Tisch legen konnten. Die halt mit Lüge versucht haben zu gewinnen, hat aber nicht funktioniert. So, finde ich nett, finde ich gut, ist eine weihnachtliche Geschichte, die ich jetzt hier versuche zu generieren. Weihnachten hat ja immer so harte Sachen. Komischerweise ist Weihnachten, wenn ihr die Filme seht, irgendwas Böses. Ja? Und ich weiß nicht wieso, dass über Weihnachten immer so was Böses regiert, was Böses passiert. Aber am Ende doch irgendwie alle doch irgendwie glücklich sind. Ich hoffe auch, ihr auch. Aber es ist nachdenklich. Es ist nachdenklich, wenn man solche Storys hört, wie die angegriffen, wie die belogen und wie die sich gegenseitig und dann versuchen. Und wenn man Glück hat, so wie die beiden, ja, der Dritte will an die Öffentlichkeit gehen, er will mit euch reden. Ich sage, das lohnt nicht. Es lohnt nicht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es lohnt sich auch nicht mit diesen Damen und Herren da. Das lohnt nicht, weil es bringt nichts. Wie gesagt, wir brauchen eine neue Infrastruktur, wir brauchen ein neues Lernen mit Zuhilfenahme von Computer, also mit Zuhilfenahme von Maschinen, Schrägstrich, Computern, ne? Software und so weiter. Und wir brauchen ein ganz neues Verhalten. Problem ist halt, dass wir jetzt erstmal diese Herrschaften da loswerden, die wirklich tatsächlich sich haben wählen lassen, um uns zu schaden. Sie schaden uns ja. Dass die Bevölkerung wie Lemminge, das müsst ihr mit euch selbst abmachen. Ne? So, jeder muss mit sich selbst abmachen, ob er ein Geimpfter, ein Nicht-Geimpfter, ein Genesener, keine Ahnung. Wichtig ist das Gesetz des Patienten, das Patientenrecht. Das Patientenrecht ist deutlich. Eine Spritze ist eine Waffe. Vergesst das bitte nicht. Und derjenige, der diese Waffe führt, auch wenn es nur eine Spritze ist, und das, was er in euch hineinführt und ihr daran erkrankt, ist das eine Straftat. Ich würde einfach mal darüber nachgehen. Das ist Körperverletzung. Macht, was ihr wollt, lasst euch verletzen, hört auf zu jammern, lasst es zu oder lasst es nicht zu. Ne, aber das, was ihr da treibt und betreibt, muss ich einfach nur sagen, das tut weh, das mitzuerleben. So, macht euch schlau, nutzt den Datenhighway und geht in euch, es ist Weihnachten, ja, geht in euch. Denkt einfach mal an Weihnachten. Weinen in der Nacht ist klar, in den Keller gehen, Tellerrand sehen, habe ich mir alles heute angehört. Ja, ich habe auch gerade die Euphorie angehört, dass die vor Gericht gewonnen haben. Ist alles in Ordnung. Dann den einen jungen Mann,
der wie gesagt sauer ist, dass er für 40.000 Euro da sitzt, aber nichts lernt. Ich finde es super, dass er wirklich lernen will, deswegen ist er ja auch sauer, weil er ist natürlich richtig sauer, weil er im Einzelhandel gearbeitet hat und wegen Corona entlassen wurde. Ne? So, also viele Firmen dünnen aus und viele Firmen holen sich dann billigere, ich hatte auch gerade einen gehabt, 17,50 Euro beim Putzen, ne? 17 Euro putzen und dann sagte man, ja, du kannst auch auf 450 Euro Basis. Da habe ich gesagt, du kannst ja wohl rechnen, ne? 10 Stunden putzen sind 175 Euro. Hm? So, und das mal ergibt, ne? So und so viel. Also wenn du 10 Stunden putzt, hast du also schon mal 175 am Tag. Ne? Ja, so, kannst du ja selber ausrechnen. Ne? Pro Stunde machst du 10 Stunden putzen am Tag, ne? Von mir aus 10 Firmen oder so. Und dann machst du 5 Tage die Woche, dann kannst du wohl selber ausrechnen, mal 20 Tage, was dabei rauskommt von mir aus. Kannst du auch 6 Tage putzen oder 7 Tage putzen. Hi!